Ja, hallo und herzlich willkommen zum Live-Bar-Talk Nummer 31. Heute mit unserem Gast Jörg Rosenberger zum Thema wirksam führen. Servus Jörg, hallo, guten Abend. Hallihallo, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich freue Servus mich auch. Patrick. Servus Kai. Und hallo Andreas. Hallo Kai. Habt ihr und insbesondere du, Jörg, an eure Getränke gedacht? Selbstverständlich. Ich habe mich auf nichts Ah, vorbereitet, nein. außer wie ich das Was? präsentiere gleich. Ach Ich habe mich auf so, nichts okay. Ich wollte. vorbereitet, außer dass ich das Getränk gleich präsentiere. Ich Das verstehe. mache ich Okay, genau dann. gleich. Immer. Ich habe mich ja vorbereitet und das Wichtigste schien mir zu sein, dass es dieses Getränk, dass ich das gut präsentiere und was dazu sage. Ich hoffe, ich habe das Briefing richtig verstanden. Erkennt man ja in dem Namen der Sendung, ne? Erst geht es um Live, dann geht es um die Bar und irgendwann reden wir auch nochmal irgendwas. Perfekt. Also, ab zum Getränkecheck. Also, Jörg, du kannst nicht erwarten. Leg los. Ich habe ein Edelpilz, Lambsbräu, ein Biobier. Jetzt muss ich eine klitzekleine Geschichte erzählen. Ich trinke gerne Bier, aber ich trinke nie Bier zu Hause. Und das habe ich ja noch zu Hause gehabt. Ich trinke das sehr gerne. Aber um meine Verbundenheit mit meinen Wurzeln nicht zu sehr in den Süden zu verlagern, habe ich das entsprechende Glas dazu. Ich bin auf Kohle geboren und werde aus einem Veltinsglas mit Schalke-Emblem dieses köstliche Bier trinken. Hast du aufs Verfallsdatum geschaut? Das hebt ewig. Nee, so alt ist es nicht. Tatsächlich haben Freunde das mitgebracht, weil ich wohne ja in Bielefeld in Westfalen, da gibt es Grünkohl. Wir haben Grünkohl gekocht und das einzig adäquate Getränk zum Grünkohl ist Bier. Ansonsten trinke ich auch gerne Wein, aber man muss Bier trinken und das haben die mitgebracht. Und deswegen halte ich es noch hier und freue mich gleich extrem darauf, das zu öffnen und mit euch zu trinken. Grünkohl und Ja. Pinkel, sehr lecker. Genau. Ja. Andreas, was gibt's bei dir? Ja, ich habe heute einen Rotwein dabei. Sup. Und zwar einen Wildmuskat vom Amalienhof. Yummy, yummy. Diese Produktfotos, die der Andreas da neuerdings einblendet, die machen mich echt fertig. Patrick, bei dir ist das so animiert. Leg los. Ja, was heißt animiert? Ich bin ja schon mal froh, dass der Jörg den Grünkohl zu Hause gelassen hat. Also bei mir gibt es der Lage entsprechend ein Lockdown-Bier aus dem Hause BrewDog. Heute mal Oh. in der Doppelvariante. Kann nur gut werden. Ich bin gerade völlig irritiert. Irgendjemand vergisst hier die Kommentare einzublenden. Ich Ich war hole gerade das aufs mal Bier nach. fokussiert. Ralf Friedrichs, oh Mann, er hat es versaut. Schalke. Ja, Hei, hei, ja. hei. Du, Also so bei ist mir das. gibt es. Ja? Sprech, Alles Jörg? gut. Nee, das werde ich mit Ralf direkt klären, was ich sagen wollte. Das ist nicht für die Live-Sendung gemacht, Ich glaube, um er trägt das Uhrzeit. jetzt in die Öffentlichkeit. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Bei mir gibt es, und jetzt, ich glaube, man kann es nur zur Hälfte sehen. Und das Kai ist so und schön. die Ah, grünen oh, Getränkebehältnisse. Hanfkiss. Yeah. Und jetzt schaut mal, was für eine super Brauerei. Ich dachte, ich probiere das mal. Günther Einmal Oettinger macht Hanfkiss. jetzt auch in Bier. Ja, Genau. er ist doch jetzt auch Influencer. Insofern. Also Also, ganz liebe ehrlich, Leute. erst Berliner Weiße und dann hier jetzt das. Zum Wohl, ihr Leute. Zum Warte, ich Wohl. muss. Ah, nein, Wohl. halt. Oh. Stopp. Wir sind zu schnell von Jörg. Erst wieder vor der Sendung Ah. trinken und während der Sendung ist er noch nicht Ja, bereit, ich wollte ja vorher. Jetzt müsst ihr euch kurz gedulden. Moment. Und damit Ralf richtig in Fahrt kommt, würde ich sagen, mit einem Glück auf. Prost. Danke für die Einladung. Gerne. Schön, dass du da bist. Oh ja. Das könnte interessant werden. Auf und ab zu unseren News und Netzfunden. Patrick, du hast Ja, uns was mitgebracht. ich habe etwas mitgebracht. Natürlich mal wieder was aus der Security-Schublade. Trickbot kennen wir. Ein O ist dazugekommen. Jetzt gibt es Trickboot. Hier vom Huntress-Block an der Stelle.
eine wirklich eklige Neuerung, die sich im Arsenal von Trickbot hier breit macht. Das macht nämlich nichts anderes, als sich mittlerweile in der Firmware von den Rechnern einzunisten. Das heißt, Standardvorgehen, es wird ein neues Image über einen Rechner drüber gebügelt, wenn er sich irgendeine Verseuchung eingefangen hat. Tja, April bringt dann jetzt mittlerweile auch nichts mehr, weil sich der Krempel eben in der Firmware der jeweiligen Rechner einnistet. Und ja, wenn Windows dann Taco wieder hochfährt, dann wird das Ding gerade wieder aktiviert. Wirklich sehr, sehr unschön, was das Thema Persistenz angeht, was sich ja auch Handschuss auf die Fahne geschrieben hat, genau da so ein bisschen hinterher zu sein, sollte man eben auch tunlichst mal die Augen aufmachen, wenn irgendwo ein Trickbot anschlägt, dass man da tatsächlich am besten die Bazooka auspackt, glaube ich, und den Rechner ganz weit wegwirft. Ich wollte gerade sagen, spannende Entwicklung. Es gab, also ich erinnere mich, 20 Jahre zurück oder so, gab es ja auch schon irgendwie Viren, die irgendwie so das BIOS zerschossen haben und so Schnickschnack, ne? Scheinen sie wieder hier angekommen zu sein in der Neuzeit, oder? So sieht's mal aus. Also sehr, sehr hässlich. Link kommt in die Shownotes. Pass auf da draußen. Absolut. Aber du hattest das noch nicht selber bei dir oder bei einem Kunden irgendwo oder so. Glücklicherweise nicht. Begegnet. Ne? Ja, das war's auch schon. Dann würde ich sagen, ab. Und wenn ich den Einspieler finde, klick, klick, klick. Ja, Jörg, wirksam führen soll das Thema heute sein und nochmal vielen, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Gerne. Und jetzt verlier doch mal irgendwie so 2,5 Sätze über dich selbst, dass denn jeder irgendwie weiß, wer denn der Jörg ist, der hier ist. Ja, also ich bin Organisationsberater, Coach und auch noch Trainer. Und ich bin immer dann an Bord, wenn es um das Thema geht, die Wirksamkeit und die Zukunftsfähigkeit von Organisationen und auch Personen zu unterstützen und sicherzustellen. Für Organisationen betreibe ich Beratung, also Organisation heißt in der Regel Firmen, Unternehmen. Die Schwerpunkte sind da Führung und Zusammenarbeit auf der Ebene von Kultur, also eher das, was macht Menschen aus. Natürlich auch Strategie und Struktur, aber in meiner Philosophie ist es immer etwas nachgelagert, weil ich immer glaube, frei nach dem Zitat von Peter Drucker, jede Strategie wird von der Kultur zum Frühstück gefressen. Ich unterstütze als Coach, Geschäftsführer, Führungskräfte, dabei als Sparringspartner, als Wegbegleiter, dass die Menschen noch besser und schneller ihre Ziele finden. Und als Trainer führe ich Seminare durch zum Thema Führen, Zusammenarbeit. Alles das, was sich um das Thema rankt, dass eben in letzter Konsequenz ganz hart ausgedrückt, der Kunde zufrieden ist und die Wertschöpfung gewährleistet ist. Das heißt nicht, dass die Mitarbeiter unwichtig sind, überhaupt nicht, aber das wesentliche Ziel ist immer eigentlich Kundenzentrierung und Wertschöpfung. Und dabei unterstütze ich Menschen, Organisationen. Sehr schön. Jetzt haben wir hoffentlich alle mitgeschrieben, weil jetzt sind, ich glaube, 125 Buzzwords von Coaches gefallen, Jörg. Bingo! Ja. Die müssen wir jetzt. Ich habe weder Agilität, Ich habe weder Agilität gesagt, noch habe ich New Work gesagt. So, also ich halte dagegen. Das stimmt. Ja, du hast also übrigens bin ich noch jemand, der sich viel in New Work auskennt und Agilität natürlich. Agilisiere alles, was kommt. Also jetzt haben wir alles gesagt. Okay, sorry, Kai. Wie war das? Das war Bullshit-Bingo, oder? Ja. War das, ne? Ja. Link kommt in die Shownotes zu den Bingo-Karten zum Zuhause nachspielen. Aber wir werden jetzt einfach dann mal ab und an mal unmotiviert Bullshit reinschreiben. Ja, aber ich mag euch wirklich, Jungs. Das war Spaß. Alles gut zusammengefasst, ne? Das ist nicht so nüchtern wie so ein normaler Podcast, ne? Das läuft anders ab. Ja, haben wir schon gehört. Sag mal, du hast jetzt so gesagt, Coach, Trainer, Sparringspartner. Sind das so genau die, ja, also wer braucht einen Jörg Rosenberger eigentlich? Also ist das dann auch für dich die Definition gleich oder? Ach, ich weiß gar nicht, ob mich wirklich jemand, also ich glaube, wenn überhaupt, dann braucht man mich immer wieder oder kurzfristig, aber ich bin ziemlich sicher, dass die allermeisten Menschen ein wunderbares, erfolgreiches, glückliches Leben ohne mich führen können. Aber ich glaube, ich kann dann unterstützen, wenn sich Unternehmen und Organisationen beispielsweise neu aufstellen wollen oder eben auch, und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, das Thema, sich
zu widmen und zu wappnen für das, um Zukunftsfähigkeit herzustellen, nämlich wenn um uns herum etwas passiert und wir uns als Organisation da schnell darauf einstellen müssen. Das ist so etwas. In der Einzel-, als Coach habe ich das Gefühl, dass man dann ganz gut beraten ist, so jemanden zur Hilfe zu nehmen, wenn ich vielleicht zu tief drin bin, wenn ich wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, das ist ja sehr häufig so. Das geht mir übrigens genauso. Das ist aber auch gar keine Frage von Kompetenz, sondern es ist einfach auch eine Sache von Methodik, dass ich häufig dann gut beraten bin, eine Außenperspektive zu wählen oder jemanden zu wählen, der mir dabei behilflich ist, ein bisschen mich so, um ein weiteres Buzzword zu nehmen, zu dissoziieren, also ein bisschen rauszuziehen, eher von oben die Sache zu betrachten. Und manchmal bin ich natürlich auch derjenige, der einfach auch, naja, ich habe ja auch eine Fachkompetenz, nicht nur Buzzwords, sondern auch Fachkompetenz, wenn es darum geht, ja, neue Formen von Zusammenarbeit zum Beispiel zu kreieren. Und das ist, glaube ich, das sind so die Fälle, wo ich temporär unterstützen kann und gebraucht werde. Okay, also sozusagen der, ja, wenn du jetzt sagst, okay, Flughöhe, da so ein bisschen auch der Steigbügel, um zu helfen, einfach da höher zu bekommen und so dieses klassische not work in your business, work on your genau. business, dieses Thema so. Ja, ja? Ja, okay. Und gleichzeitig glaube ich ja tief und fest, dass die allermeisten Organisationen und auch Persönlichkeiten über alles verfügen, was die brauchen. Also die ich komme da nicht so oft hin und hau jetzt so einen raus, dass die sagen, das habe ich noch nie gehört oder so. Dafür ist übrigens auch die Flughöhe und die Kompetenz meiner Kunden viel zu hoch. Die können echt, sind sehr erfolgreich, die gibt es schon sehr lange und das wäre auch echt vermessen, wenn ich jetzt käme und sage, ey Leute, ich sage euch jetzt endlich mal, wie das Leben geht. Das ist weder realistisch noch stimmig noch passend, weil die sind ja ganz lang und ganz erfolgreich an Bord. Sondern ich glaube, mein Job ist eher, insofern Kai, diese Metapher vom Steigbügel oder so, ich bin, glaube ich, eher derjenige, der es schafft, dann in der Situation diese Ressourcen wieder greifbar zu machen. Die sind mich oft verschüttet durch Tagesgeschäft, durch zu starke Fokussierung auf das Thema, sehr oft durch Frustration. Ne? Dann machen die was zweimal und denken, das funktioniert nicht. Und ich bin, glaube ich, tatsächlich eher so derjenige, der, ich sage mal, meine Metapher ist ja häufig, ich bin derjenige, der in die Ecken leuchtet, wo ihr nicht hinguckt, wo ihr vielleicht das findet, was ihr braucht, aber ich bin auch derjenige, der in die Ecken guckt, wo bereits all das liegt, was ihr habt, aber im Moment nicht greifbar habt. Und so würde ich das ungefähr beschreiben. Also ganz praktisch gesehen, wenn es um, ich habe jetzt vor kurzem auch ein Unternehmen aus eurer Branche, kann ich euch sagen, ich habe ihn vorher gefragt, den Carsten Fossel, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, Da ging es auch darum, dass die einfach eine viel höhere Selbstorganisation in ihrer Organisation betreiben wollten. Und ich habe da Leute getroffen, die haben alles, was die brauchen. Ich war eigentlich nur der Initiator. Ich war der Moderator und habe dann einfach mit denen, können wir vielleicht später mal drüber sprechen, ein Tool entwickelt oder implementiert, wo die viel höhere Selbstorganisationsgrade entwickeln konnten. Und dann bin ich auch erstmal wieder weg. So schön, also eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, oder? Und bei Carsten, kann man das so ausdrücken? Ich glaube, das muss noch mal. Hilfe zur Selbsthilfe war so mein Einwurf. Ist das schlussendlich das, worauf es hinausläuft? Jetzt höre ich euch nicht. Und? Das ist schön. Wir haben immer so alle 3 bis 5 Folgen haben wir mal so einen kleinen das ist doof. Technical Glitch zwischendrin. Hört ihr mich? Ja, hören dich. Okay. Das ist ein bisschen spannend, während der Jörg das jetzt gerade kleine versucht, Sekunde, fixen, ist ja live, ne? Kein Problem. Ich fühle mich gerade ertappt. Oh, jetzt höre ich mich selber. Ja, ich verbinde jetzt wieder. So, ich bin wieder da, warum auch immer. Sorry, ich jetzt, bin Patrick, du darfst nochmal. Patrick, hau rein. Gut, dritter Versuch. Die Frage war, schlussendlich leistest du Hilfe zur Selbsthilfe? Absolut. Genau. Ich wollte es nicht sagen, weil sonst hätte mir der Kai gesagt, es wäre ein weiteres Passwort. Aber es ist natürlich genau das, worum es geht. Oder ich sage auch Beratung ohne Ratschläge. Also ich berate schon, aber ich gebe keine Ratschläge, sondern ich berate ohne diese Ratschläge. Also ich habe gerade gesagt, ich fühle mich so ein bisschen ertappt. Du hast gerade gesagt, du leuchtest in die Ecken, wo sonst niemand hinschaut. Ja. Und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wir sind ein kleines Team und wenn ich jetzt innerhalb des Teams rumschaue und mir überlege, wer kann was und so weiter und so fort. Ich glaube, man übersieht da mal ganz schnell Fähigkeiten, die jemand hat im Tagesgeschäft. Ne? Also
Und geht da einfach drüber weg und guckt vielleicht woanders und sagt, hey, man hat das nicht und man entwickelt es dann auch gar nicht, ne? Oder fördert es auch gar nicht, wenn man es nicht sieht und erkennt, ne? Und jetzt käme sozusagen schon eine Live-Verprobung meiner Tätigkeit bei dir. Jetzt würde ich schon mal sagen, wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, dass du derjenige bist, der am besten weiß, was die können? Und dass du derjenige bist, der möglicherweise darüber entscheidet, wer gefördert wird und wer nicht. Allein das ist ja schon ein Ansatz, den ich überprüfenswert hielte in einer Organisation. Ja, absolut. Also ja. Das wäre zum Beispiel genau der Punkt, dass die Leute sehr häufig glauben, nur weil ich hierarchisch die höchste Macht, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube, gehört zu haben, Kai, du bist auch Unternehmer, bist Geschäftsführer, hast ein Unternehmen. Und sehr häufig, und so sind wir auch groß geworden, heißt es, der Geschäftsführer und Inhaber und Chef, der fördert die Leute, der guckt mal aus, der hat mich im Blick. Und da denke ich mal, was für eine Vermessenheit, ne? Also wie kommen die auf die Idee, dass du das besonders gut kannst? Also ohne dich dir jetzt zu nahe zu treten, aber das sind ja Allmachtsfantasien von Führungskräften, dass sie glauben, nur weil sie mit hierarchischer Macht ausgestattet sind, dass sie das besonders gut könnten. Und damit verfechtet sich natürlich ein System. Dann werden die genau das machen, die werden genau das leisten, was du von denen erwartest. Das heißt, du greifst da tatsächlich ein Stück weit in das allgemeine Bild ein, was wir als IT-Unternehmer haben. Wir fangen irgendwo als Techniker an, werden erfolgreicher, größer, fangen irgendwann an zu führen. Und genau das können wir tatsächlich meistens nicht, weil wir eben aus der Technik rauskommen. Das heißt, du fasst da jetzt nicht an, dass du uns, ja, ob das können oder nicht spielt, ja. Aber du greifst jetzt dann quasi eher da an, zu sagen, naja, kann der das jetzt oder müssen wir eventuell einen Weg drumherum organisieren, dass das dann wird, habe ich das richtig verstanden? Naja, ich würde es so sagen, ich glaube eh nicht, dass man führen kann, dass das jetzt die hilfreiche Vokabel für uns ist. Mhm. Führen ist eigentlich ein viel zu kurz gefasster Begriff. Eigentlich müsste man von Führungsinteraktion sprechen. Das klingt jetzt nur ein bisschen akademisch, aber gelungene Führung ist doch eigentlich, wenn die Kommunikation zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden, wenn das gut funktioniert, okay. Wenn die zufrieden sind, wenn der Kunde zufrieden ist und wenn Wertschöpfung generiert wird, dann ist, finde ich, hat Führung funktioniert. Aber zu allein auch da wiederum, jetzt will ich aber nicht zu klugscheißerisch werden, aber allein da auch wiederum ist was zu holen, wenn man sich überlegt, ist diese Begrifflichkeit und Denkweise überhaupt richtig, dass da einer führt? Das hieß ja, dass einer was tut und der andere macht das. Das kannst du bei Kleinkindern probieren, das funktioniert noch einigermaßen, oder bei Leuten, die Hang zum Devoten haben. Ja, selbst da gelingt es nur bedingt, ne? Habt ihr eben gesehen im Vorspann. deswegen würde ich sagen, ich ermutige eher Menschen wie euch dann zu überlegen, was braucht es, damit das gut funktioniert. Und deswegen spreche ich auch relativ schnell von Führungsarbeit und nicht von Führungskräften und Führung. Weil Führung, eine Sache, die du aber auch über deiner Homepage verteilt hast, ist dieses Thema Reden versus Kommunizieren, wo du ja auch, glaube ich, einen ziemlich deutlichen Unterschied machst. Das runterdozieren rein aus jetzt der Führungsarbeit heraus, dass da unten ein Befehlsempfänger sitzt, steht, hockt, macht es ja auch nicht wirklich wett, sondern es geht ja wirklich darum, die Kommunikation eigentlich aufrechtzuerhalten, oder nicht? Genau, also Reden ist natürlich eigentlich ein unglaublich schöner Akt, weil der redet, das gefällt uns ja immer ganz gut, was wir sagen. Wir sagen ja, wir fangen ja nicht an zu reden und sagen, ich rede jetzt Blödsinn, sondern in der Regel machen wir das mit dem festen Glauben, dass es Mehrwert hat, dann hören wir uns auch noch gerne zu, dann reden wir so viel wie ich gerade. Aber Kommunikation heißt ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also auch wirklich zulassen, dass da eine Interaktion stattfindet. Und das hört sich so leicht an, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt so eine schöne Studie, die ist vom Berufsbild nicht ganz stimmig, aber ich finde manchmal, dass es bei Führungskräften ähnlich ist. Ich habe mal in meinem früheren Leben als Trainer und Berater auch häufig im Gesundheitsbereich gearbeitet, für Krankenkassen, auch für Krankenhäuser, auch für Ärzte. Und da gibt es eine Studie, dass ein Arzt im Schnitt nach 18 Sekunden das erste Mal den Patienten unterbricht. Das heißt, du kommst dahin, fängst an, sagst, lieber Herr Doktor, lieber Herr so und so, ich sage hier mal ganz kurz, also beim Joggen habe ich immer dieses, und dann sagt er, ja, okay, mal ganz kurz, Rückenschmerzen? Nee, und also sofort unterbrechen. Und bei Führungskräften ist es häufig so, dass die, natürlich jeder sagt, hey, führen auf Augenhöhe, wir kommunizieren und so, aber ganz oft haben die eine Agenda
das stelle ich jetzt mal, fragen, wie geht's dir? Aber die merken, das merkt auch das Gegenüber. Die gucken durch und dann fangen die an, runterzuspulen. Und das wäre für mich reden. Kommunizieren heißt wirklich, wirklich in der Demutsgeste anzutreten. Ich bin wirklich interessiert zu hören, was du zu sagen hast. Sonst frage ich lieber nicht. Und ich bin auch wirklich bereit, zuzuhören. Und ich habe die innere Haltung, der einzige Profi des Themas, was gerade anliegt zwischen uns, bist du. Weil du hast das Problem und du bist der Einzige, der es richtig kennt. Und das ist der Unterschied, glaube ich, von Reden und Kommunizieren. Fühle ich mich zum zweiten Mal ertappt heute. Also, ich habe keine Chance mehr als Dienstleister bei dir zu landen. Ja, also, du machst ja die Beratung auch heute Abend. Deswegen machen wir das ja auch, das ganze Ding. Ja? Ach so. So kann man sich, so kann man sich einfach 3.500 Euro Tagessatz Jörg Rosenberger sparen. Ja, ja, ja. Spaß beiseite. Also, warum ertappt? Wir machen natürlich beim täglichen Service, also IT-Service, und ein Kunde ruft an oder der meldet ein Problem oder so, da trainieren wir uns ja gegenseitig unfassbar zum Zuhören, weil wir sagen, hey, du musst den komplett ausreden lassen, dass du dem seinen Geschäftsvorfall verstehst, dass du verstehst, wenn der Drucker nicht tut oder die E-Mails nicht tun, ist das jetzt quasi ein Systemstillstand oder ist das was, das wir in einer Stunde lösen können oder in zwei Stunden. Also wir sind extrem darauf getriggert, zuzuhören und dann irgendwann die richtigen Fragen zu stellen, um vielleicht weiterzukommen. Aber auf keinen Fall dürfen wir denjenigen am Anfang im Redefluss unterbrechen. Und wenn wir jetzt über das Thema, ich hatte vorher in dem LinkedIn-Post auch geschrieben, Mitarbeiterführung, nennt man das eigentlich noch so? Und du hast ja jetzt gerade auch so ein bisschen gesagt, ist das jetzt eigentlich so? Spätestens, wenn wir an dieses Thema Kommunizieren kommen, müssten wir eigentlich dort wieder die gleichen Regeln gelten lassen, ne? Genau. Also genau das, was eigentlich in der, also ich finde es mal entscheidend, und das ist auch meine Erfahrung aus eurer Branche, wo ich ja auch ein bisschen was mache. Ich bin ansonsten absoluter Themenprofi, aber kein Branchenprofi. Also ich habe keine besondere Expertise in eurem Bereich. Aber was ich schon so erlebe und auch erleben durfte, ist immer die Unterscheidung echt von Verhalten und Haltung. Also vom Verhalten ist das ja jedem klar, auch deinen Mitarbeitenden, dass die natürlich den ausreden lassen und dann fragen sie, dann äußern sie Verständnis. Die Frage ist nur, haben sie auch die innere Haltung? Also auf der Verhaltensebene, glaube ich, hat jede Führungskraft das gelernt. Also das hörst du ja seit 30 Jahren, ne? Fragen führt, wer fragt, führt und so. Paul Watzler Weg hoch und runter. Aber die Frage ist, hast du wirklich die Haltung? Das ist das Entscheidende. Und die Haltung heißt Demut. Also hört sich ein bisschen pathetisch an, aber heißt wirklich, ich bin gespannt darauf, was du mir zu erzählen hast, ansonsten frage ich nicht. Und ich finde es unsäglich, dass es so einen Trend im Moment gibt bei Führungskräften, dass die alles fragen, weil sie das mal gelernt haben, aber nicht, weil sie wirklich neugierig sind, sondern weil sie denken, das macht was besser. Also im Sinne von, weißt du, wann der DHL-Fahrer kommt? Ja, was meinst du denn? Ja, dann sag's doch einfach, wenn du es weißt, wann er kommt, statt eine Frage zu stellen. Ne? Das ist so. Also Haltung statt Verhalten finde ich wichtig. Mhm. Du hattest ja Agilität in unserem Bingo schon kurz angewandt. Eine Geschichte dazu, dass dieses Thema Agilität in der Unternehmensführung, bringt mich das denn irgendwie wieder zu, dass wir alles aus dem Bauch entscheiden, oder gibt es da schon noch ein bisschen formellere Strukturen? Nichts ist so formell und so strukturiert wie Agilität. Also das ist auch echt abenteuerlich, was manche Leute erzählen dazu. Abenteuerlich ist übrigens auch, was manche dann als Agilität eben auch verkaufen. Also ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt zu viel erkläre, was Agilität ist. Aber sagen wir doch, in kurzen Worten, und ihr unterbrecht mich bitte. Agilität ist ja nichts anderes als auf Unternehmensebene eine Resilienz gegen unvorhersehbare Dinge. Also Agilität ist immer die Antwort auf das prinzipiell Unvorhersehbare. Nur das ist eine Berechtigung für Agilität. Also wenn ich in einem Umfeld dann arbeite, wo ich schnell, kundenzentriert und in einem Umfeld, wo ich nicht genau weiß, was kommt, dann kann ich mit Agilität arbeiten. Und dann kann ich noch unterscheiden zwischen Being or Doing Agile. Also nehme ich agile Techniken, total super, in einer klassischen hierarchischen Organisation, oder werde ich komplett agil, also dass der ganze Prozess, die ganze Wertschöpfungskette sozusagen sich agilisiert, und dann kommen ganz, ganz andere Parameter ins Spiel. Aber
sowohl als auch ist Agilität eine sehr regelbehaftete, strukturierte Möglichkeit, Organisationen schneller und flexibler zu machen, so würde ich es mal sagen. Und alles andere, was da rumgeistert, ist, hat mit Agilität oft nichts zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Da sind wir wieder bei der Anarchie wahrscheinlich, ne? Ja, die Leute denken, dass in der Agilität irgendwie weniger Führung oder so ist. Quatsch. Du brauchst viel mehr Führung, nur du brauchst andere Führung. Ganz andere Führung als in der klassischen Form. Wir haben noch einen Kommentar. Inwiefern macht das Set und Setting dabei einen Unterschied? Wechseln oder das Training in bestehenden Räumen, Bedingungen etc.? Wie würdest du das beantworten? Also ist es für dich was, wo man eben auch mal einen Ortswechsel und vielleicht verweisen wir da mal auf einen gewissen Podcast mit einem gewissen anderen Zuschauer, den ihr mal nicht in den Büroräumlichkeiten gemacht habt, die Trainingsstunde, sondern das Ganze in der freien Natur gemacht habt. Ist das was für dich da eine vorbereitende Rolle spielt? Ja. Also bei mir ist immer so, ich habe natürlich auch einen hochpragmatischen Anteil und kenne ja auch sozusagen oft die Hintergründe meiner Kunden. Aber immer wieder, wenn ich mich darauf einlasse, das nicht so zu berücksichtigen, geht es eigentlich nicht gut. Also ganz klar, wenn man Veränderungsarbeit und Haltungsarbeit und Arbeit an sich und seiner Organisation vornehmen will, dann sollte man das außerhalb des Werkraums machen, wo man sonst auch immer tätig ist. Das ist einfach sowohl rein technisch besser, man wird nicht gestört, und wir brauchen eben für neue Ideen, neue Ansätze, neue Fantasien eben auch andere Umfelder. Und ich kann das ruhig benennen, das weiß ich jetzt da überall zu lesen. Ich war mit dem Ralf Friedrichs, bis auf seinen Kommentar eben eigentlich ein echt extrem netter Kerl. das war wirklich, wirklich cool, weil der ist sozusagen, der hat das noch überpaced, weil wir sind ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm vorgeschlagen, oder wir kamen auf das Thema, lass uns das irgendwie anders machen, habe ich gesagt, lass uns wandern gehen. Ich war davon einen Tag ausgegangen und er sagte, alles klar, ich organisiere das. Und dann hat er eine echt lange Route mit einer Zwischenübernachtung ausgesucht und wir sind 2 Tage den Rotwein-Wanderweg gegangen und haben uns über das Why seines Unternehmens und seine persönliche Antwort auf die Frage, warum tue ich das, was ich tue, gemacht. Und das war natürlich, ist natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Aber selbes Unternehmen haben wir übrigens auch vor kurzem einen Workshop auf dem Soccerfeld gemacht, weil das Corona-bedingt einfach besser war. Und immer wenn wir rausgehen, ist es einfach besser. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das kann man auch jeder persönlich für sich irgendwie feststellen, oder? Also ja. wenn man versucht, irgendwie was Neues, Kreatives zu machen oder ein neues Produkt zu designen, einen neuen Service in unserer MSP-Welt. Das funktioniert meistens am besten, wenn man einfach auch mal vom Schreibtisch aufsteht und Blatt Papier in die Hand nimmt, obwohl es was Hochdigitales ist, das wir produzieren. Das Setting zu verändern, hilft uns dann doch irgendwie im Kopf. Ja. Es ist faszinierend. Man denkt ja so, also selbst ich, obwohl ich es ja besser weiß seit über 20 Jahren, wenn dann so ein Kunde sagt, Mensch, wir haben so tolle Räumlichkeiten, ne? Aber extra auch so schön gemacht, sind auch weit weg vom Tagesgeschäft. Ne? Und dann fällt es mir auch echt schwer zu sagen, dann sage ich, ja komm, probieren wir. Und es ist immer, dann sage ich so, was ist denn los? Und dann kriege ich so in der Pause mit, ja hier haben wir vor 2 Wochen ja gerade beschlossen, XY. Ne? Oder der Sohn ist ja nicht mehr da. Das war das letzte Mal hier, wo er da war. Danach kam er nicht wieder. Oder was auch immer. Also solche Räume sind ja auch hoch aufgeladen emotional. Mhm. Da passieren Krisensitzungen, da werden strategische Dinge besprochen, da werden schlechte Zahlen besprochen, da ist ein Kunde verloren gegangen, da wird es offenbart. Und das kriegen wir nicht raus. Und deswegen ist es echt gut, neue Felder zu betreten. Und es macht auch was mit dem Thema Hierarchie, was wir eben hatten. Nämlich, also, wenn man irgendwo hingeht, was alle nicht kennen, dann ist es für alle Neuland. Und alle müssen sich orientieren. Und es ist nicht der eine, der eh schon einen Platzvorteil hat, weil er es schon kennt. Also wenn Leute sagen oft, ah, das ist ein super Hotel, fahre ich schon 50 Mal, fahre ich auch privat mit meiner Frau hin. Oder wenn es eine Frau ist, mit meinem Mann hin. Dann sage ich häufig, ist schon besetzt, lassen Sie doch was nehmen, was für alle neu ist. Ist oft besser. Mhm. Welpenstunde. Eine Geschichte, die ich auch noch gesehen habe bei dir, ist das Thema Mission und Vision. Und ich weiß ja auch, dass du dich quasi als Vorbereitung auf den heutigen Abend auch mit unserer OKR-Folge beschäftigt hast, wo ja auch das Thema Mission und Vision eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wie flechtest du das da zusammen?
Also erstmal muss man sagen, das war hervorragend, ne, in dieser OKR-Sendung. Also das wäre für mich immer Benchmark, wie man das wunderbar erklären kann und auch die Nutzbarkeit. Das, also großes Kompliment. Das war echt toll, bereichernd. Wie flechte ich es ein? Es geht ja darum, wir glauben, also wenn ich immer so etwas platitüdenhaft oft sogar sage, Wertschöpfung und Kundenzentriertheit, dann ist es das natürlich nicht allein, weil wir können nur Wertschöpfung erreichen und Kundenzufriedenheit erreichen, wenn wir dazu Mitarbeitende haben, die Lust haben, die Bock haben, die gerne da arbeiten. Da reicht es eben nicht, mal einen Arbeitsvertrag und einen warmen Arbeitsplatz zu haben. Das wissen wir so. Also müssen wir irgendwas schaffen. Also wir müssen eine Antwort auf das Warum haben. Wozu tue ich das hier? Und ich glaube tatsächlich, dass es deshalb auch eine Art von Renaissance gibt, von Mission und Vision. Weil das ist ja auch, das hat er super schön gesagt, in den 80er Jahren ist einer im Kopf herumgegangen und hat überall die Vision verkauft. Die klingen ja auch alle ähnlich, die sind echt auch sehr unterkomplex oftmals. Und das Entscheidende ist auch nicht bei einer Vision, was da steht, sondern der Prozess dahin. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist, für mich ist entscheidend, wie schafft es eine Organisation, eine Vision für sich zu formulieren, eine Mission und vielleicht noch ein Purpose. Und ich mache das immer partizipativ, das heißt, dass sowohl, oft sind es dann auch die Gesellschafter oder die Inhaber oder der Geschäftsführer, da ist das auch okay, so. Aber gleichzeitig auch, dass es so einen Querschnitt aus dem Unternehmen mal gibt, die das mal überlegen. Dadurch hast du eine höhere Akzeptanz später und du hast eben das, wonach sich die Leute ausrichten können. Und das ist halt eine Vision. Eine Vision ist die Antwort, wo wollen wir in 10 Jahren stehen, jenseits von Kennzahlen, betriebswirtschaftlichen Daten und Gewinnerzielungsabsichten. Und ich finde es immer rührend, wenn die dann sagen, wir wollen der Beste von. Dann sage ich mal, was hat die Welt davon? Was haben die Kunden davon, wenn ihr die Beste, also wenn ihr besser als die anderen oder größer oder Wachstum? Das ist wirklich albern. Es geht bei einer Vision wirklich darum, welchen Mehrwert biete ich, weil nur das ist die Existenzberechtigung. Das muss man ganz klar sagen. Die Existenzberechtigung einer Organisation ist, dass sie etwas bietet, was die Welt braucht. Und dass sie etwas stiftet, was jenseits dessen ist, dass sie Gewinne erzielt. Und dafür setze ich das ein. Und mit diesen beiden Parametern, also Mission als momentanes Kundenversprechen, Vision als, wo wollen wir hin? Also die Antwort auf das Wozu. Da kann man wunderbar arbeiten, um eine Organisation auch nochmal so zu kalibrieren. Wo stehen wir? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was müssen wir tun? Wie müssen wir führen? Deswegen wirksame Führung. Wirksame Führung ist die, die dazu führt, dass eine Vision Wirklichkeit wird. Aber wer kann denn 10 Jahre in die Zukunft gucken? Niemand, das ist ja das Gute. Also deswegen, wirklich Patrick, ich sage den Leuten, wenn die sagen, 5 Jahre, sage ich, nein, das ist zu realistisch. Es muss vage, utopisch, sexy und kann auch unrealistisch sein. Aber es muss erstrebenswert sein. Und deswegen ist 10 Jahre viel cooler, weil bei 5 Jahren bist du ja schon fast wieder in diesem Modus von, ah, da müssen wir nächstes Jahr schon das machen und das machen. Nee, weit in die Zukunft, utopisch, vage, und fantasievoll. Das ist eine Vision für mich. Was wäre denn so eine Mission im Bereich von uns MSP-Systemhäusern, so eine typische Vision, die du dir da vorstellen könntest? Eine Vision oder eine Mission? Eine Vision. Also ich will, gute no, Frage. No die nachfolgenden Sendungen versprechen sich um 25 Minuten. Aber ich muss eh nachschenken, also lasst jetzt. Ja, ich auch. Also ich tue mich schwer. Also ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich kann es einen raushauen von Unternehmen, die ich kenne. Das fände ich doof. Ich glaube aber, es geht, doch, ich wage es jetzt. Ich habe ja schon so ein kleines Stückchen getrunken. Ich trinke mal kurz. Ja. Ich glaube, es geht da wirklich darum, zu schauen, welchen Mehrwert biete ich. Und das könnt ihr ja wunderbar. Also ihr sorgt ja an ganz, ganz vielen Stellen dafür, dass die Welt ein Stück besser werden kann, dass Dinge ein Stück besser werden kann. Es ist ja gerade im digitalen, technischen Bereich so der Fall. Und jetzt ja eher die Frage, wofür setze ich das ein? Also, und da finde ich, wird es, da gibt es ja 1000 Möglichkeiten, wie ihr das macht, aber ich muss gestehen, ihr merkt das auch, bevor ich jetzt anfange rumzueiern, dafür kenne ich euer Business zu wenig und das wäre jetzt auch ich muss gestehen, ich kann es auch nicht und ich will es auch eigentlich gar nicht können, weil dann würde ich anfangen, sozusagen
Souffleur der Unternehmen zu werden und denen was anzubieten, im schlimmsten Fall. Ich bin da in der absoluten temporären Inkompetenz. Ich sage denen das immer. Das ist keine rhetorische Frage. Ich, keine Ahnung. Müssen Sie wissen, wo Sie hinwollen. Ich bin also nur derjenige, der Fragen stellt. Ich finde an der Stelle gerade total interessant, Andreas, du fragst nach Vision, Jörg versteht es nicht richtig und fragt, meintest du Vision oder Mission? Und da bin ich jetzt gerade selber ins Straucheln gekommen. Was ist denn, Jörg, für dich der Unterschied zwischen der Mission und der Vision? Kannst du das mal ausführen? Ich wollte nicht zu besserwisserisch klingen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er erst Mission und dann Vision gesagt hat. Ich weiß aber nicht genau. Aber es gibt einen eklatanten Unterschied. Die Mission ist das momentane Kundenversprechen. Und das Versprechen, was ich abgebe, wofür ich jetzt gerade stehe. Und das ist auch extrem wichtig, nämlich die Mission sorgt dafür für Unterschiede, die Unterschiede ausmachen. Nämlich die Mission bekennt sich zu etwas, was ich tue, dafür stehe ich und dadurch gibt es noch etwas, wofür ich nicht stehe. Und das ist extrem wichtig. Unterschiede generieren, also Unterschiede machen Unterschiede und das ist das, was Lernen, was es ausmacht. Die Wiss angestrebte Zukunftsbild, was noch lange nicht Realität ist, sondern in einer weiter Ferne liegt, nämlich, wie Patrick eben richtig sagte, 10 Jahre ist ein ganz schönes Brett. Ja, genau. Die Mission ist das, was gerade da ist. Und die Strategie, also alles das, was man jetzt sozusagen machen kann, ist zu sagen, ich habe eine Mission, das ist das, wo ich gerade stehe. Ich habe eine Vision, da will ich hin. Und in dem Moment, wo ich die Vision habe, kann ich alle meine Projekte, alle meine Kernziele überprüfen, zahlen sie ein auf die Vision. Das konturiert und schärft strategische Entscheidungen von Organisationen, weil sie immer wieder sich da hinstellen müssen und sagen, ist das, was wir gerade machen, zahlt das ein auf unsere Vision oder nicht? Darf ich ein Beispiel nennen oder? Nee, frag erst mal, bevor ich zu lange doziere. Ich habe, dann merkt ihr da ein Beispiel, weil ich glaube, das passt wahrscheinlich da sogar ganz gut rein. Wir haben einen regelmäßigen Podcast-Hörer, der sich dann wahrscheinlich, wenn er das jetzt hört, dann direkt ertappt fühlt. Die haben eine Vision für 10 Jahre angelegt gehabt, oder ich weiß nicht, Ziel, ja. Und naja, jetzt sind sie dort angekommen. Aber es gab noch keine Vision für die nächsten 10 Jahre. Ist das jetzt also was, dass wir sozusagen, streben wir dann die 10 Jahre an oder schärfen wir die Vision oder fokussieren wir die Vision oder definieren wir die Vision immer wieder in diesem Prozess neu oder wollen wir auf diese 10 Jahre, auf dieses 10-Jahres-Ziel hinarbeiten, sagen dann, okay, jetzt Ziel erreicht und jetzt machen wir uns mal 2 Jahre Gedanken über eine neue Vision? Also das ist total spannend, weil ich A noch nie gehört habe, aber es ist, ich glaube, es ist auch Wort, dass sowas passieren kann. Und ich habe 2 Impulse. Der erste Impuls ist, die werden kurz vor der Erleuchtung sein, weil das ist ja natürlich super, wenn die ihre Vision da erreicht haben. Der zweite Impuls ist, da ist ja oft hilfreich, einen Purpose zu formulieren. Also ein Purpose ist ja sozusagen der Zweck. Der bleibt ja immer bestehen. Also wozu sind wir da? Ne? Darüber hinaus geht es natürlich dahingehend, dass wir sagen, wir leben in einer prinzipiell unvorhersehbaren Welt. Das wissen wir. Also muss es sozusagen die Überlebensfähigkeit einer Organisation auch bedürfen, dass ich jetzt eine neue Vision formuliere. Oder war die vielleicht nicht utopisch genug? Naja, wenn Sie wirklich 10 Jahre dran geackert haben und jetzt wirklich kurz vor der Erleuchtung sind und Benchmark für alles und wirklich das erreicht haben, die Vision ist Wirklichkeit geworden, dann finde ich Hut ziehen, Respekt zollen, ganz lange klatschen und sagen, hey, ihr habt ganz, ganz viel richtig gemacht. Und gleichzeitig werden die auch erkennen, dass die Überlebensfähigkeit der Organisation nicht darin besteht, dass sie jetzt ihr Ziel erreicht haben, sondern jetzt heißt es auf zu neuen Ufern. Weil das, was jetzt erfolgreich macht, wissen wir alle, macht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 3 Jahren nicht erfolgreich. Mhm. Zumindest nicht in der Form. Also, jetzt weiß ich nicht, ob ich es verpasst habe. Definieren wir jetzt bei der Hälfte der Strecke die Vision für die nächsten 10 Jahre oder warten wir bis zum Ende? Die Fragen sind total cool, aber sie sind sehr statisch, ne? Weil ich glaube, also Entschuldigung, also sie sind so logisch.
Ja. Ich bin doch, ich, hallo, ja, ITler. Aber, ja, ich merke auch gerade. Ich merke gerade erst, warum ich mich eingelassen habe hier. Jetzt, null. Plötzlich gibt es ein Déjà-vu. Ja. Ihr seid's. Ja. Mann, ich hab's gewusst. Also, ich glaube tatsächlich, dass eine Vision immer wieder angepasst wird, nachgeschärft und nachjustiert und immer wieder ein Stück weit in die in die Ferne gerückt wird. Aber ich will da keine Patentrezepte verkaufen. Also wenn wirklich jemand das schafft und das unangepasst, also wenn man wirklich eine Vision hat, die immer noch absolut aktuell ist und man ist kurz davor, dann ist es toll. Dann muss man vielleicht, dann ist es offen gesprochen. Auch solche Organisationen gibt es. Dann ist es auch etwas, was keiner Vision mehr bedarf. Dann sind also die ich im Status quo. Ja, ich finde es auch mega cool, ja, Patrick. Ein Kommentar haben wir noch: Ist die Vision in ihrer Natur für alle bestimmt und wo steht die Firmenphilosophie im Gegensatz dazu? Kannst du dazu noch was sagen? Ich weiß jetzt nicht genau, was mit alle gemeint ist, aber die Vision ist für die gesamte Organisation gemeint, aber natürlich auch für diejenigen, die maßgeblich die Organisation verantworten. Das sind nun auch Gesellschafter, Inhaber, Mitarbeitende, Geschäftsführer. Vielleicht ist aber sie natürlich kundenvisibel, auch, ja oder nein? Ich denke, da kann man auch sich drüber streiten. Ja, definitiv. Aber sie ist, ich empfehle immer allen meinen Kunden, zeigt das keinem erstmal. Das verkommt zum puren Marketing, sondern macht das für euch und erzählt lieber die Geschichte, weil die Vision muss Bestandteil eures Handelns werden. Da jetzt käme ich zu meinem Beispiel und nicht der Werbespruch aufzählen. Aber da war noch von dem Mike noch eine zweite Frage drin, die habe ich jetzt überlesen. Also einmal ist sie für alle bestimmt und wo steht die Firmenphilosophie im Gegensatz dazu? Ich glaube, dass die Firmenphilosophie setzt ja sehr häufig aus den Werten und den Zielen der Organisation zusammen. Und ich finde, in der Firmenphilosophie, wer meine Deutung, gehört die Vision, die Mission auf jeden Fall dazu. Mega, macht weiter so, wir bemühen uns, genau. Ah ja, alles außerhalb des Unternehmens. Selbstverständlich, weil damit bekenne ich mich ja auch. Ne? Ich bekenne mich ja ganz klar zu etwas, wenn ich eine Vision habe. Also ihr kennt alle ja auch Unternehmen, Patagonia oder so, das habe ich vor kurzem auch, habe ich auch mich mit dem Ralf im Podcast drüber unterhalten. Wenn ich eine Vision habe, dass ich die Welt dadurch bereichere, dass ich weniger Müll fabriziere und nachhaltiger bin, dann muss das überall sich durchziehen. Überall. Und dann kriegt natürlich der Kunde das mit. Und dann muss man im schlimmsten Fall auch mal den Kunden sagen, sorry, nee, machen wir nicht. Weil das zahlt null auf unsere Vision ein. Das ist cool. Ich finde total spannend, was wir gerade so rausarbeiten über, ich weiß nicht, wann war die OKR-Folge? Das war jetzt vor 4 Wochen oder so, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Da hatten wir es schon mit diesem Blick, den wir auf den Kunden und auf den Kunden des Kunden werfen sollen. Der Ralf hat vorher auch geschrieben, funktioniert auch bei Kunden. Also wir sprechen auf einmal, merke ich so, auch wenn wir über diese Visionen und unsere ganze Tätigkeit sprechen, sprechen wir vermehrt plötzlich über die Sicht unserer Kunden und gar nicht mehr so zentriert auf uns, ne? Ja. Naja, der Kunde ist ja auch, also ich bin da mal so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das ja auch jetzt nichts Neues, ne? Dass man sich unglaublich stark auf den Kunden fokussiert oder es zumindest postuliert und immer behauptet. Aber guckt euch doch mal die klassische Wertschöpfungskette und die Zyklen einer Organisation an. Und jetzt kommt wieder Agilität. Die Geburtsstunde und die Existenzberechtigung von Agilität beispielsweise ist ja, ich muss kundenzentriert handeln, weil es mein Überleben sichert. Das ist ja kein Marketing, sondern Agilität ist entstanden daraus, dass man sagt, wir können unser Geschäftsmodell nur aufrechterhalten, wenn wir knallhart vom Kunden aus denken. Sonst sind wir weg. Und das ist ja die Geburtsstunde vieler sehr kundenzentrierter Organisationen. Und die es nicht waren, die gibt es auch nicht mehr. Ne? Also ihr kennt all das Beispiel von Nikon, der zu lange auf analoge Filmmaterialien gesetzt hat. Der hat eben nicht kundenzentriert gedacht. Und deswegen ist es gar nicht so eine, das ist jetzt nicht irgendwie State of the Art, sondern es ist überlebenswichtig. Und auch nur dann macht Agilität Sinn. Ich appelliere an alle, lasst die Finger weg von Agilität, wenn ihr es nicht braucht. Aber viele brauchen es. Und dann ist es super, dann ist es gut. Und deswegen, glaube ich, ist die Sichtweise der Kundenzentrierung entweder eine Marketinghülse
oder sie ist geboren aus der Notwendigkeit, mein Geschäftsmodell sicherzustellen. Und deswegen, das ist alternativlos. Wenn ich nicht vom Kunden aus denke, sondern wie die Automobilindustrie in Deutschland bis vor 10 oder 5 Jahren, nämlich zu sagen, wir machen ein Produkt, dann vermarkten wir es, dann vertreiben wir es und dann wird der Kunde das schon mögen. Ansonsten wird Werbung gemacht. Gibt es andere Unternehmen, die fragen, ohne dass was gebaut wird, was ist euer größter Schmerzpunkt bei Mobilität? Und dann sagen die das und dann wird daraufhin ein Mobilitätskonzept entworfen, wo vielleicht ein Auto bei rauskommt. Daraus kommen ja die agilen Techniken, Design Thinking Prozesse und so weiter. Ne? Ich hoffe, das war die passende Antwort zu der Frage. Ich finde, wenn wir da vielleicht nochmal ganz kurz einhaken können, was jetzt die Kunden angeht, ja, also quasi die Sicht auf die Kunden. Patrick, sorry. Wir brauchen das. Schubst du mal geschwind, mein Maus ist leer. Ich habe geschubst. Wenn wir den Blick auf unsere Kunden nicht hätten als ITler, ja, dann können wir denen ja die Fragen gar nicht beantworten. Also wir müssen das ja, das ist ja Definitionssache in unserem Job. Ja. Und wenn ich das jetzt mit der Führung so irgendwie in Verbindung bringen will, dann habe ich jetzt natürlich schon auch die Schwierigkeit zu sagen, wer führt denn jetzt eigentlich? Führt denn das Unternehmen, also führen wir, oder führen vielleicht die Anforderungen da draußen uns? Und wir müssen uns nur anpassen an die Anforderungen, die da draußen auf uns reinprasseln. Vielleicht noch mit der Unterscheidung, du hast es vorher so schön gesagt, mit dieser Mission, dafür stehe ich oder dafür stehe ich nicht und der Kunde kann dann vielleicht wählen. Das ist schon mal gut. Ja? Also dann habe ich ein klares Produkt oder einen klaren Service. Aber wo kommt jetzt die Führung eigentlich her? Also kommt die dann tatsächlich von Ihnen? Na, ich glaube, ich zitiere mal sehr gerne Götz Werner, den Begründer der DM-Märkte, die ihr alle kennt, der gesagt hat, mein wichtigster Kunde ist mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht so voneinander zu trennen ist, sondern ein sowohl als auch ist. Also ich kann, also Führung ist das, die notwendige Aktivität, um Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, mit Freude und mit Sinnerfüllung den Kunden zufriedenzustellen. Und das ist untrennbar. Wir können nicht nur das eine tun. Also wenn wir sagen, wir tun, also auch das finde ich immer sehr mechanistisch, wenn Kunden sagen, hey, auch ich habe einen Kunden auch im Leitbild oder so, dann sagen die, ja, bei uns steht der Kunde absolut im Mittelpunkt. Sage ich, ja, nur wem nützt es, wenn ihr keine Leute habt, die das leben wollen, weil sie sich nicht gut behandelt fühlen, weil sie auch nicht gut behandelt werden. Also ich glaube tatsächlich, dass es untrennbar voneinander ist, dass natürlich, also wirklich, ich glaube, das passt schon, Führung ist die Aktivität und das Mittel und die Kommunikationsinteraktion, die dazu führt, dass Kunden zufriedengestellt werden, bei gleichzeitiger Sinnerfüllung von allen Mitarbeitenden und Beteiligten. Mhm. Es gibt da noch die ganz andere Herausforderung, jetzt nicht nur bei uns IT-Lern, sondern du hast das Beispiel des Arztes gebracht und ich war immer ein großer Fan von Dr. House, der immer gesagt hat, alle Patienten lügen. Irgendwo gibt es doch Fachleute in jedem Metier und natürlich kann man den Kunden nach seinem Problem fragen, aber oftmals kommen die ja eben auch mit einer Lösung um die Ecke. Und da muss man irgendwann auch entgegenwirken. Kai, du hast es ja auch gesagt, wenn dich der Kunde anruft, musst du ihn erstmal ausreden lassen. Aber hinterher beteuert er eben doch, dass er nichts gemacht hat. Und im Zweifel ist der Fehler doch von dem Menschen vor der Tastatur verursacht. Also ich glaube, das ist immer eine große Herausforderung, dass man eigentlich ja dem Kunden ja einen Mehrwert bieten möchte, das im Zweifel aber nicht kann, weil er stoisch auf seinen Präferenzen beharrt und gar nicht geholfen werden möchte. Ich würde dir eine Empfehlung geben, Patrick. Du musst das nur oft genug denken, was du gerade sagst, dann wird das auch weiter so bleiben. Das ist gut. Dann mache ich das doch. Also ich will damit sagen, natürlich ist da was dran und ich wäre jetzt der Letzte, der sagen würde, die Kunden wissen es immer besser und ihr müsst es nur so und so machen, Blödsinn. Aber ich glaube, es gibt ja Schattierungen und ich glaube schon, dass es eine Form von Kommunikation gibt, die auch geprägt ist von Ehrlichkeit und Authentizität und auch klarer Kante, dass es möglicherweise auch Kunden möglich ist zu sagen, ja stimmt, da habe ich verdaddelt, aber ich wollte es jetzt nicht zugeben oder wie auch immer. Ich glaube, ganz ehrlich, ich will nicht zu tief eintauchen, weil da habe ich bei euch 3 gegen 1 eh keine Chance, aber
für mich als jemand, der sich mit IT nicht so gut auskennt und ihr als Profis. Ich habe selten so eine so ein Gefühl von Asymmetrie, wenn es um IT geht. Ne? Also ich habe jetzt gerade neuen Rechner, neue Office-Paket drauf. Ne? Ey, ich komme vor wie 7 und frage mich, wo ist Kundenzentrierung? Also, aber geht es uns nicht allen genauso bei anderen Themen? So geht es mir bei der Steuererklärung. Also das ist doch überall da, wo ich mich nicht firm fühle, brauche ich meine Fachleute. Ja. Also deswegen weiß ich nicht. Ja, selbstverständlich. Aber ich würde mir gerne, das ist jetzt glaube ich, kein gutes Feld, was ich bestrete, aber es gibt ITler, IT oder es gibt Angebote, die machen es mir leichter als MS. Ja, du meinst Apple. Microsoft. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe mich bewusst wieder für einen normalen Rechner mit Microsoft entschieden. Entdecke auch viele. Sagt mal, Leute, ehrlich. ich unterbreche unseren Gast ungern. Ne? Ja. Aber ist dieser Jörg, der bei uns gerade Gast ist, der Mensch, der heute schon zum 4. Mal seine AirPods neu verbinden musste? Ist das, ja, ist das weil sie mit, und, weil sie mit PC verbunden sind. Sind die von Apple? Sind die von Apple? Ja. Achso. Aber das passiert mir nur bei dem Rechner. Es ist wirklich faszinierend. Daran sieht man auch das, was eben Apple kann und vielleicht auch nicht. Also ich habe mich ja bewusst für ein Microsoft-Produkte entschieden. Aber ich muss schon sagen, da sieht man schon, dass Vision Wirklichkeit so ein bisschen wird. Ne? Also die haben die Vision, wir machen es dem Kunden so schön und angenehm wie möglich. Ich versuche seit 6 Tagen eine E-Mail über Microsoft zu diktieren. Und bei Apple sage ich, hey Siri, das klappt. Das ist schon Kundenzentrierung. Jetzt sind bei Hunderten von Podcast-Hörern sind die Handys angesprungen, weil du hey Siri gesagt hast. Aber hey Siri, wie heißt das von? Oh, mein iPad geht ja auch an. wie heißt denn dieses? Was heißt Alexa, kauf Hunde. Nee, Alexa sagen wir jetzt nicht. Nee, wie heißt denn das von Microsoft nochmal? Cortana oder so. Cortana, ja. Die hört noch nicht auf mich oder der. Okay. Aber was ich ganz spannend finde, um noch einen Einwand zu haben, also ich finde, ganz, ganz oft geht uns IT-Lern diese Sicht oder diese Kundennähe verloren. Ne? Also ich habe mich so oft schon mit anderen IT-Lern unterhalten, die dann sagen, naja gut, wenn der das so macht, dann ist das so und dann sage ich dem, das geht so nicht und wenn der nicht will, dann darf der bei mir nicht mehr sein, dann gehe ich jetzt. Ja? Dann soll er sich einen anderen ITler suchen. Ich finde diese Überheblichkeit bei vielen ITlern gerade in den letzten Zeiten, finde ich ganz arg schwierig teilweise. Wenn du dich mit welchen unterhältst, die sagen, genau so muss es sein. Wie findest du die Brücke dann dazu? Ne? Auf der einen Seite bist du der ITler, sagt, hey, wenn du das so machst, ist es security-technisch ganz, ganz schwierig. Der Kunde sagt aber, ja, gut, aber ich will die 500 Euro im Monat dafür nicht ausgeben. Und dann sagt der ITler, ja gut, dann bist du halt nicht mehr Kunde. Was ist denn da dann die Kundenzentrierung noch? Also ich würde ja immer sagen, dass ein beraterischer Ansatz, ein echter beraterischer Ansatz auch in der IT-Branche manchmal also eine Ergänzung sein könnte. Also bei mir ist es ja nicht anders. Ich komme in einem Unternehmen, sehe, dass da 3 Plätze für die Geschäftsführung als Parkplätze sind. Daneben sehe ich, dass der Chef ganz oben sitzt im größten Büro. Und dann sehe ich, dass in der Kantine Extrazeiten für die Essenszeit von Geschäftsführung und Geschäftsleitung ist. Und dann sagen die mir, bei uns ganz flache Hierarchien. Also bei uns echt, also wir sagen uns alles, totales Vertrauen und so. Also, dann denke ich ja auch, dann sage ich denen, also mein Eindruck ist jetzt ein bisschen anderer. Nee, also das wollen die so. Das finden die gut so. Ne? Und dann bleiben die auch in ihrem Film. So. Und ich habe mir echt zu Herzen genommen, ich entwickle eine Neutralität zu meinem Angebot und sage, lassen Sie uns doch mal an Auswirkungen denken. Also angenommen, Sie bleiben jetzt bei dem, was Sie jetzt tun, dann werden Sie weiterhin das bekommen, was Sie haben. Und das ist das, was dazu geführt hat, dass ich heute hier bin, nämlich, dass Ihre Mitarbeiter unzufrieden sind. Das können Sie weiter tun. Also ich hindere Sie nicht daran. Oder Sie wollen was anderes, dann müssen Sie sich aber ändern. Und daran werden Sie einen beträchtlichen Anteil haben, wenn sie das wollen. Also will damit sagen, bilderbuchmäßig, ich glaube, manchmal muss man auch einen IT-Kunden, also ich wäre dafür empfänglich,
die können mir sagen, also entweder sie lassen jetzt das alte Microsoft drauf und sie lassen den alten Prozessor drauf, dann denken sie mal an Auswirkungen, was könnte passieren, dann müssen sie damit leben. Das ist, lernen sie überleben, es hat nur Folgekosten für sie. Oder sie machen so. Ich glaube, diese Mündigkeit, und das meine ich mit Asymmetrie auch bei mir. Ich bin in vielen, vielen Situationen meines Lebens in der Lage, Entscheidungen zu fällen. Und im IT-Bereich, ähnlich wie beim Zahnarzt, da bin ich echt total klein, weil ich null Ahnung habe. Wenn der sagt Wurzelbehandlung, sage ich ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung davon. Und im IT-Bereich bin ich auch, ich regrediere zu so einem elfjährigen, bockigen Kind oft, weil ich null Ahnung habe. Ich will einfach, dass es funktioniert. Und da wäre so eine beraterische Haltung manchmal echt für mich hilfreicher als ja, entweder so oder machen es nicht. Aber ich bin auch, Da kommen wir, du sagst gerade so, da reagiere ich wie so ein kleines, bockiges Kind, wenn meine Mitarbeiter nicht funktionieren. Um da vielleicht nochmal kurz den Bogen zu spannen. Wir hatten wir haben so viele Folgen schon. Wir hatten mit drei. Folge 28. Ah, okay, vielen Dank. Mit Marcel Sternkopf da über das Thema Scheitern gesprochen und eben, dass es auch mal schief gehen kann mit einer Firma. Und so eine Kernbotschaft von Marcel war damals, dass er gesagt hat, hey, Mensch, ich habe irgendwie zu viel losgelassen. Ja, weil wir eigentlich immer davon sprechen und sagen, hey, wir müssen lernen loszulassen und den Mitarbeitern mehr übergeben und so weiter. Also wir müssen das auf der einen Seite trainieren. Und der Marcel hatte die These aufgestellt, er hatte zu viel losgelassen. Schwieriger Balanceakt, oder? Was würdest du sagen, Jörg? Nee. Sorry, ihr hört mich, aber ich war kurzfristig mit den tollen AirPods wieder unter. Es tut mir sehr, sehr leid. Ihr seid wieder da. Ich wiederhole in Kurzfassung die Balance zwischen loslassen und, sage ich jetzt mal, eng führen. Ja? Wie finde ich die Balance da als Führungskraft? Ich glaube tatsächlich, das ist eine total wichtige Frage, Kai, weil das ist auch eine Kernfrage von wirksamer und guter Führung. Nämlich es gibt nicht das Rezept so oder so, sondern ich muss permanent ausloten, wie die Passung ist zu meinem Mitarbeitenden. Kontexte, da brauche ich enge Führung ab und es gibt Kontexte, da brauche ich, da muss ich eigentlich dem anderen nur dabei beobachten, wie er es richtig und gut macht. Und dabei hilft natürlich immer auch eine Form von Einskalierung. Also auch das rate ich ganz praktisch Führungskräften, eben zu überlegen, wenn jemand etwas gut kann und beispielsweise hoch motiviert ist, dann würde ich den niemals eng führen und eng Anweisungen geben. Das braucht er nicht. Wenn jemand aber hoch motiviert ist, zum Beispiel gerade am Anfang, aber vielleicht auch gar nicht so in den Fachthemen ist, dann braucht er eine enge themenbezogene Betreuung. Also enge Führung. Und diese Kunst zu switchen und das zu tun, ich glaube, das macht echt wirksame Führung aus. Man nannte das früher auch situatives Führen und heute würde ich sagen, Führen auf Augenhöhe, nämlich immer genau da, wo der Mitarbeiter das braucht. Und das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Also gerade jetzt in der Zeit von Corona erlebe ich, Achtung Buzzword, das ganze Thema New Work wird neu diskutiert, weil wir brauchen im Moment neue Antworten auf die Fragen, die wir uns vor einem Jahr gestellt haben. Menschen brauchen in dieser Zeit offenbar andere Antworten, andere Sicherheiten, andere Leitplanken. Und da beginnt gerade eine wichtige Suche in der Landschaft derjenigen, die sich über Führung austauschen. Vielleicht dazu noch eine passende Frage. Ich bin in deinen Seminarinhalten auch über das Grow-Modell gefallen, was augenscheinlich irgendwie doch ganz gut zu deiner Antwort passt, weil das ja doch eigentlich uns als Unternehmern und Führungsteams vermitteln sollte, wie wir denn unsere Mitarbeiter besser coachen. Oder habe ich das falsch verstanden? Das Grow-Modell ist ja erstmal nur ein karges Modell, eine Abfolge von möglichen Instrumentarien, also Grow heißt Goals, also ich fange an, wo willst du hin? R, Reality, wo stehst du? Welche Options hast du? Das ist ein Modell, was sehr, sehr gut sich dient, um was eine Führungskraft nutzen kann, was Coaching-Elemente nutzt. Eine Führungskraft kann nie coachen. Um das nochmal will ich ganz eindeutig, weil Coaching ist freiwillig und muss einen Vertrauensrahmen haben. Aber das Grow-Modell ist schon ein cooles Instrumentarium, was uns sehr, sehr gut helfen kann,
eher in eine Haltung von Hilfe zur Selbsthilfe zu gehen, statt sofort zu sagen, mach's mal so oder so. Wenn ich mich dran halte, also wenn ich wirklich mich dran halte und nur in der Haltung des neugierigen Fragenden bin. Stopp. Zum Ende der Sendung haue ich jetzt hier noch so einen raus. Eine Führungskraft kann nie coachen. Kann nie Coach sein. Nein. Never. Ja. Also, wenn wir uns so untereinander unterhalten und dann vielleicht auch bei der einen oder anderen Veranstaltung vor damals noch und so an der Bar, an der echten, nicht der virtuellen und so weiter, dann stellen wir gegenseitig als Chefs schon immer die Thesen auf und sagen, hey Mensch, heute du musst die Person mehr coachen, du musst die eher irgendwie langsam, man sagt dann vielleicht auch ranführen oder sowas, aber am Ende des Tages sprechen wir immer davon, dass wir jemanden coachen wollen und du sagst jetzt einfach, nee, das geht gar nicht. Ja, das ist ja genau das Problem, dass die Leute immer das glauben und auch sagen, aber das geht einfach nicht. Also Coaching ist natürlich auch ein Containerbegriff geworden, aber Coaching im originären Sinne heißt, die Beziehung ist absolut freiwillig und absolut vertraulich und das kann niemals eine Beziehung von einer Führungskraft zum Mitarbeitenden sein. Aber gleichzeitig kann eine Führungskraft wunderbar Coaching-Methoden nutzen, um den Mitarbeiter zu führen. Das klingt zwar jetzt ein bisschen haarspalterisch, aber das ist für mich aber ein Riesenunterschied. Coaching heißt, ich kann mit all dem leben, was mein Gegenüber macht. Also das ist sehr häufig bei mir so. Ich habe da keine Aktien drin. Ich bin nur dafür da, dass der andere sein Ziel erreicht. Und wenn er mir sagt, ich setze ihn zu einer Firma bezahlt, ich will kündigen, dann sage ich, gut, das nächste Session vielleicht überlegen, ob sie das über ihre Firma abrechnen können. Aber grundsätzlich ist ein Coaching immer freiwillig und vertraulich. Und das ist es dann eben. Das kann das nicht sein, aber im Gegensatz dazu kann eine Führungskraft Coaching-Tools nutzen. Das geht sehr gut. Okay, spannend. Bist du überzeugt? Mal. Ja, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Ich lasse es mal wirken auf mich. Ja? Wirksam. Man kann es auch andersrum sagen. Man kann es auch andersrum sagen. Man kann es auch andersrum sagen. Bei CNN? Nee, wo war das? Pizza ist da. Man kann es auch anders sagen. Wenn du wirklich glaubst, dass du einen Mitarbeitenden coachen kannst, dann ist das auch Ausdruck einer gewissen Überheblichkeit. Weil du denkst wirklich, dass er dir zu 100% vertraut und dass er sich dir anvertraut. Und du unterschlägst, dass es ein hierarchisches Hemmnis zwischen euch gibt. Da dürfen wir nicht wegdiskutieren. Ich finde das gar nicht schlimm, aber du bist Geschäftsführer und Inhaber. Und wenn der dir sagt, pass auf, ich brauche jetzt mal dein volles Vertrauen, ich brauchte dringend für meinen 50. Geburtstag oder 40. Geburtstag, ich brauchte diese 5.000 Euro, die ich da abgezwackt habe. Wie gehe ich jetzt damit um? Dann wirst du als Geschäftsführer ihn sanktionieren müssen. Als Coach wirst du sagen, was haben sie nun vor? Deswegen geht das nicht. Und ich würde echt warnen davor. Es ist ein asymmetrisches kein besonders von Respekt geprägtes Angebot an einen Mitarbeitenden, wenn ich sage, ich coach dich mal. Das ist übergriffig. Das sind Allmachtsfantasien und das ist nicht wirklich respektvoll. Ja, ist gut. Also wie gesagt, auch, man sagt es vielleicht auch so lapidar und denkt sich, also macht sich gar keine Gedanken darüber, was das für Folgen hat. Ja? Mhm. Aber Jörg, jetzt habe ich so richtig Spaß. Ne? Während deine Pizza kalt wird, hätte ich hier noch eine Frage aus dem Publikum. Dann haben wir noch die 60 Sekunden, dann haben wir noch den Getränke-Recheck. Also es könnte noch ein bisschen dauern. Ne? Der Ralf fragt hier, Jörg, wie bringst du Vision, Mission und OKR in Zusammenhang? Ja, super, kann man super machen. Aber verrate ich jetzt nicht mehr. Ne? Oder kann ich das noch beantworten? Ja, kannst du, weil deine Pizza, die wartet. Vielleicht. Ja, alles gut. Also, Vision ist das lang angestrebte Ziel, was ich habe. Die Mission ist das momentane Kundenversprechen. Strategische Ausrichtung was tue ich, um von Mission dahin zu kommen, dass ich meine Vision erreiche. Und der Weg dahin kann ich wunderbar auch mit diesen OKRs pflastern und immer wieder checken. Also OKR ist ja nichts anderes als ein Zielvereinbarungssystem, was durchaus agile Anmutung übernommen hat. Und deswegen finde ich das wunderbar nutzbar dafür. Also es ist ein mögliches Mittel, meine Zielerreichung zu begleiten. Ich will gar nicht sagen überprüfen.
Und zwar mit einem hohen Selbstbestimmungsgrad der Mitarbeitenden. Das ist ja auch das Tolle, wenn man OKR richtig anwendet, nämlich, dass die Ziele und die die Faktoren auch von den Mitarbeitenden selbstbestimmt werden. Insofern könnte man das wunderbar miteinander verzahnen. Okay, cool. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke. Bis hierher. Und kommen wir jetzt zu deinen 3 Tipps in 60 Sekunden zum Thema wirksam führen. Also meine Tipps zum wirksam führen ist zunächst Augenhöhe im Sinne von, ich traue meinem Gegenüber zu, dass er viele Kompetenzen hat und die er braucht, und ich vertraue ihm auch mit Vorschuss. Ganz wichtiger Punkt, immer dann, wenn es um Rahmenbedingungen geht, die ich nicht vorhersehen kann. Ich finde, dass das Feedback, also die Rückkopplung, Feedback nehmen und Feedback geben, ein ganz zentraler Aspekt ist. Und dem sollte ich mich immer öffnen, und das sollte ich auch nutzen, weil ich kann nur lernen, wenn ich Feedback annehme und das auch einfordere und wünsche. Und als ein Bestandteil, der dritte Tipp für Bestandteil des Feedbacks, ist Selbstreflexion. Also immer wieder zu checken, was ist mein Anteil daran, was passiert, was passiert, wo sind meine kleinen roten Knöpfe und blinde Flecken, die ich dazu beitrage. Und das wären meine Tipps zum Thema wirksame Führung. Wow, perfekt in der Zeit, vielen Dank. Oder, gerne. Andreas, hast du die Zeit einfach später loslaufen lassen? Meine Maus. Aber es war vielleicht 4 Sekunden. Ah, ja. Herrlich. Vielen Dank. Dann, liebe Leute, Glas leer, Jörg? Glas leer, Flasche noch nicht, aber die mache ich jetzt leer. Es gibt jetzt da Pizza, die ihr leider mitbekommen habt. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen. Total nett, so passiert es halt, an der Bar poltert halt hin und wieder jemand rein und schreit rum, ne? Ja. Also, mein Hanfkiss übrigens, leer, ja. Du hast schon ganz rote Augen. Ein ganz nettes Getränk. Große Pupillen. Ja. Patrick, wie war deins? Also Dose 1 leer, Dose 2 halb leer, ein unglaublich süffiges Bier mit Guave und irgendeinem anderen Höllenzeug, Grapefruit. Also das könnte ich kistenweise haben wollen. Ah, und ich habe mich schon gewundert, warum du heute so wenig redest, aber du wolltest trinken. Jörg, und deins? Sehr, sehr süffig, sehr angenehm. Die Kombination aus einem exzellenten Pilz, wirklich, wirklich außerordentlich angenehme Gesprächspartner und das Bierglas eines Champions hat es zu einem unendlichen Genuss gemacht. Sehr schön. Andreas? Ja, wie bei der OKR-Folge, ich habe mal ein Glas Wein irgendwie, ich habe noch ein bisschen was, ich musste gut aufpassen, da war viele, viele Lektionen dabei, war ein super Wein, um es kurz zu machen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch 5,5 Fragen im Chat. Die kopieren wir jetzt raus, übernehmen sie in unsere LinkedIn-Gruppe des Live-Bar Talks und kopieren sie einfach da rein, und dann kann der Jörg nach seiner Pizza dort die Antworten geben. Genau. Oder einfach in LinkedIn suchen, ist vielleicht besser, wie die Zahlenkolonnen abzutippen. Oder in unseren Shownotes müsste die LinkedIn-Gruppe auch schon hinterlegt sein. Stimmt's? Das ist so. Mega. Also, bleibt nur noch einen schönen Abend zu wünschen, und bis nächste Woche. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Jörg. Danke dir, Jörg. Ich danke euch. Das war großartig und hat mir eine Riesenfreude bereitet. Vielen, vielen Dank. Lass dir die Pizza schmecken. Dankeschön. Einen guten. Bis dann. Ciao. Tschüss.